Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Venetica. Wir bekämpfen wieder mal einen Bergläufer und das ist total bescheuert, weil er hat mich gerade umgebracht. Zum Glück hatten wir genug Schattenenergie, um wieder belebt zu werden. Soll. Blutzoll. Blutzoll, geh endlich. Danke. Stirb. 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 Komm endlich her, du verdammtes Mistvieh. Stirb. Stirb. Danke. Mitnehmen. Nimm's mit, Skalt. So. Ja, hier sind wieder ganz viele Bergläufer und ich freue mich ganz und gar nicht darum. Nein, tue ich nicht. Muss ich auch nicht. So. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Okay. Bergläufer. Yes, yes, yes. Und ich habe Luzer verwendet und Zornesraben. So. Und es sind zwei. Aber das schaffen wir doch mit Leichtigkeit, oder? Skalt, 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 Skalt! Ah, Mann! Wenn wir dich einmal in der Klaue haben, dann ist es so schwer auszuweichen, glaub mir. Stirbt! Stirb! Danke. So, nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Gut. Okay. Bergläufer Königin. Okay. Ah, verdammt, immun gegen Blutzoll. Okay, dann. Dann nehmen wir halt noch mal eine Wundsalbe. So, hab ja eh genug. Gesundheit. Kann auf alles mit dir zurückgreifen, so. Also die Wiese bei einer Backläuferkönigin ist einmal angreifen und zurückweichen. Und ich habe es nicht gemacht. Mensch, bin ich schlau. Okay, nochmal Wundsalbe. Und jetzt warten, bis es oben ist, so. Und jetzt angreifen. Scarlet! Oh Mann, ich bin so schlau, ich bin so schlau. Ich komme voran, echt. Ich muss schon zugeben. Nehmen wir nochmal, so. Komm her. Ich lasse diese Backläufer ganz genau auf mich zukommen. Ja, so. So macht man's. So macht man's. Okay. Vorsicht! Oh nein! Ich bin echt zu... Warum merke ich es mir nicht einfach? Egal. Egal, egal. Wir kriegen sie auch noch so klein. Und jetzt nehmen wir mal... Nehmen wir noch was? Ja, Brot. Komm. Egal. Oh nein. Boah, das war knapp. Das war sowas von knapp. Okay. Das war schon wieder so knapp. Habt ihr das gesehen? Scarlet. Oh, selbst wenn man zurückweicht, ist es kurz... Boah. Oh Gott. Habt ihr gesehen, wie viele Striche ich noch hat? Und vielleicht einen kleinen Strich. Okay. Gehen wir hier rein. Oh nein, die verfolgt das auch noch bis da rein. Hallo? Normalerweise macht die das gar nicht. Okay. Boah. Verreck doch einfach. Dieser Kampf dauert lange und ich verblende meine ganze Gesundheit. Wie gut, dass ich noch genug habe. Und ich sehe nichts mehr. Und jetzt... das war so klar. Das war sowas von klar. So. Gesundheit und angreifen ist die Devise. Und jetzt stirbt doch einfach endlich mal. Mamma mia. Du machst mir Angst. Ja, ja. Langsam kenne ich deine Tricks. Gehen wir in die Schattenwelt und bekämpfen sie so. So. Denn dann denkt sie, dass ich nicht mehr zu Hause... nicht mehr da. Nicht mehr zu Hause. Ich wohne ja da. Oh, das war eine Ansicht. Ah, Skalen. Das ist so fies. So. Angreifen. Tod. Yes, 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 yes. Bergläuferkönigin besuchen. Leuchtkörper der Bergläuferkönigin erhalten. Schön. Okay. Greifen wir auch noch die restlichen Bergläufer an, weil ich möchte ja wenigstens alle beseitigen. Die können haben ja nichts mehr drauf. Und ich kann ihn angreifen. So. Stirb. 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 Du sollst sterben, habe ich gesagt. Danke. Vorsicht. Komm her. Ja, komm. Blutzoll, gib mir was von deinem Blut. Gib mir Lebensenergie. Dankeschön. Stirb. Stirb. Danke. Ja, das müssten alle gewesen sein, aber ich schau noch mal, ob noch welche rumstehen.
Also Bockläufe jetzt. Und das ist dann auch frei auf meiner Karte. Das ist gut so. So. Und oh nein, meine Lampe ist leer. Das ist nicht schön. Das ist sowas von doof. Stirb! 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 Danke! Ja, sie bringen auch sehr viel Erfahrung. Deswegen mache ich auch die ganzen Kämpfe gegen diesen Bockläufer da. So, füllen wir uns eine Lampe mit dran und damit sie wieder funktioniert. Weil es ist nicht sowas von dunkel. Ich kann fast nichts sehen und ihr werdet euch beschweren. Ey, wir haben nichts gesehen. Ich kenne euch doch. Okay. Aber ist ja egal. Jetzt ist die Lampe ja wieder an, also braucht euch ja nicht zu beschweren. Okay, dann laufen wir wieder zurück und gehen weiter in das Grauen hier rein. Nein, Schatz. Also die Kanäle sind immer das Schlimmste vom ganzen Spiel. Besonders die Kanäle in einem besonderen Abteil von Venedig. Aber dazu später mehr in der ganzen Story, weil ich möchte es nicht vorausspoilern. Ja, wir haben noch so viele Wege frei. Bang, machen wir das kaputt. Und da liegt schon wieder ein Skelett, dass wir später einen Besuch abstatten werden. So, habe ich jetzt einfach mal verlassen. Okay. Ja, nehmen wir alles mit. Scarlett, du bist eine Diebin. Okay, öffnen wir die Truhe. Zum Glück ist die nicht verschlossen, dass ich keine Rätsel lösen muss. Yes. Und wir finden schon wieder Dran. Ich brauchte keinen Dran. Mann, merkt das doch endlich mal. Ich brauche keinen Dran. Ich habe genug Leuchtkörper von diesen Brackläufern. Mist, wie ich an da. So. Okay. So, gehen wir also weiter und hoffen, dass wir dieses Level bald, dieses Level einfach bald hinter uns haben. Assassinen? Was machen die bitte hier? Ah, Assassinen. Was ist momentan nicht erlaubt? Ach so, ja. Okay. Ich bekämpfe mich mit meiner Mondklinge, damit ich in der Stadt eine Energie bekomme. So. Ah, Vorsicht! Die Assassinen haben nichts drauf. Außer sie stehen mal hinter mir. So. Und ich schlage daneben. Ja. Aber wie ich weiter gegen die Assassinen kämpfe, seht ihr erst im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute.